Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte mit euch ein paar Sachen testen und, also eigentlich nicht ganz so viele, aber dennoch was Neues, was ich noch gar nicht getestet habe. Und zwar habe ich heute Morgen diese Drops aufgetragen. Ich muss sagen, die sind ganz gut von My Little Beauty. Also ich habe kein fettiges Gesicht mehr oder sowas, was ich gar nicht leiden kann, wenn das dann hin und her rückt. Ist ein Serum. Ist was ganz Leichtes. Ich denke, im Winter wird es mir nicht reichen. Wobei ich zurzeit ja eigentlich keine anspruchsvolle Haut habe. Was heute im Programm steht, ist, ich möchte unbedingt diese Foundation austesten. Und davor möchte ich gerne... Ich gucke gerade... Ich dachte, wir könnten einen Primer oder sowas auftragen. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen Primer-mäßig. Mein Primer wird von Catrice sein. Den Primer möchte ich eh leer machen und ich denke, dass das eine ganz gute Möglichkeit ist. So. Ich habe so ein bisschen viel genommen. Ich muss sagen, dieser Primer fühlt sich wirklich sehr, sehr weich an. Also wenn das eine Tagespflege wäre, dann würde ich das auch mega feiern. Es fühlt sich so geschmeidig an, ja? Also man spürt so richtig, dass es die Haut glatt macht. Allerdings stinkt das Zeug nach Gummireifen. Weiß nicht. Also diese Drops von Catrice, die kippen unheimlich schnell um. Also sie werden sehr, sehr schnell... nicht mehr gebrauchbar. Also das sind auch Water und ist, ja, ich weiß es nicht. Also was haltet ihr von den Tropfen? Für mich ist es ja im Moment okay. Also ich benutze die einfach, um sie leer zu machen derzeitig. Mehr nicht. So. Dann hau ich mir gleich noch nach der Foundation. Das ist Lacombe Tint Idol. Idol Ultra Wear Lichtschutzfaktor 50 in Natural Beige oder Beige Natural. 5 Milliliter sind drin. Ich denke, auf jeden Fall können wir so 5, ja, vielleicht 4 Anwendungen machen. Gehört eher zu den flüssigen. Ich würde sagen, vom Hautton her ziemlich dunkel. Das wird mir nicht passen. Ich benutze Reval de Loop. Damit mische ich gerade aktuell jede Foundation, die mir so ein bisschen zu dunkel ist. Ja, das ist, ich brauche meistens so die 2. Also nicht das ganz hellste, aber das hier ist schon ziemlich dunkel gewesen. Auch das da. Ja, die riecht auch sehr intensiv. Ich finde halt, man sieht auch, dass es einfach viel, viel zu dunkel ist. Ich habe meinen Beauty-Schwamm. Ich finde, das riecht nach einer netten Tagespflege. Ich hätte gar nicht so viel auftragen müssen, weil ich das sehr dünn schichten. Also, es ist so eine mittlere Deckkraft. Ich kann aber auch zu der Deckkraft derzeitig nichts sagen und werde ich auch nicht können, weil mir die Farbe einfach nicht passt. Also, sonst bin ich einfach viel zu dunkel, wenn ich das zu dick auftrage. Also, wenn ich das jetzt schichten würde. Ah, im Wangenbereich vielleicht so ein bisschen. Bringt mir das ja nichts, wenn ich dann einfach aussehe wie ein Karotten. Naja, es ist für mich wirklich nicht so der Hit, sag ich mal, gerade aktuell. Ich hoffe, ihr erkennt jetzt alles. Ist, denke ich, eine ganz nette Foundation, aber bringt ja nichts, weil man sie nicht wirklich testen kann. Also ein bisschen ärgerlich ist es schon. Und es ist eigentlich, ich habe eine Sommerhautfarbe, ne? Ja, leider ist das nichts. Werde ich weiter reichen. Vielleicht ist es ja für jemand anderes was. Sehr, sehr schade. Ich trage mir ein Lippenbalsam auf. Ich versuche das Video so kurz zu schneiden wie möglich, damit wir direkt zu dem Augenlook kommen. Also ich würde jetzt einfach alles auftragen, was nicht neu ist. Und einfach euch dann nochmal dazu holen. Ich denke, das ist auch in Ordnung, wenn wir das mal machen. Okay. So, ihr Lieben, ich habe jetzt alles aufgetragen. Ich gucke mal, ob ich das Lichtverhältnis ein bisschen ändern kann. Bin mir nicht so sicher, ob das in Ordnung ist für euch.
Ich hoffe es mal. Ich habe alles aufgetragen bis auf Highlighter. Da möchte ich unbedingt den Catrice mit euch zusammen austesten. So sieht er aus. Das ist die 030 Beyond Gold Glow. Also, es ist schon ein super metallischer Ton. Ich würde den als Peachy Highlighter bezeichnen. Und wir schauen mal, was der in unserem Gesicht machen kann. Ich klopfe mal hier nicht ab. Ja, auf jeden Fall Highlighter zu sehen. Metallica. Metallica Highlighter. Ich habe auch heute ein Strobe auf den Augen, von daher darf das ruhig so ein bisschen. Ja, ich würde einfach gucken. Glitzer ist da keiner. Ich finde ihn sogar ähnlich wie aus der Hourglass. Ich werde es mal irgendwann in einem anderen Video vergleichen. Und dann werden wir mal gucken. So an sich ist es nicht schlecht. Ich würde jetzt auch so lassen und würde sofort zu der Khaki-Palette kommen. Von Huda Von Beauty aus der Obsession-Reihe Khaki Hazel Obsession. Ich finde das die schönste Palette, um ehrlich. Also die lilane war auch so mein Beuteschema, sage ich mal. Aber jetzt nicht unbedingt. Grün habe ich halt gerne so. Irgendwie hat mich das Grün mehr angesprochen, sag ich mal, als was anderes. Ich werde heute keine Transition Color benutzen. Ich werde erstmal. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen einen Ton auftragen. Also hier so. Dazu benutze ich so ein, ja, Pencil Brush in dick. Also da gehe ich mal in das Braun rein hier. Die sind super, super, super staubig. Und stempel mir das mal schon mal. Das ist mein tiefster Punkt. Also, oh nein, jetzt war ich im anderen Ton drin. Macht nichts. Das ist mein dunkelster Ton. Ich gehe nochmal in das allerdunkelste rein. In das hier. Und gebe das auch nochmal dazu. Und nachher tun wir das auch noch verblenden. Aber jetzt im Moment geht es mir nur darum, dass ich schon mal den dunkelsten Part, sage ich mal, mir gemacht habe. Dunkler und höher gehe ich nicht mit der Farbe. Zack, auf einmal da oben. Genau. Unten möchte ich Khaki haben. Khaki. Okay, den müssen wir mal sauber machen. Da habe ich so von Jaclyn Hill einen Pinsel. Super interessant. Also ich finde, man kann mit günstigen Pinselsets gut arbeiten. Da möchte ich auf jeden Fall diesen Khaki-Ton haben unten am Wimpernkranz. So, da kann man schon mal sehen, da habe ich ein bisschen höher gearbeitet als hier. Aber das macht jetzt nichts. Das gleichen wir dann aus. Sehr bröselig. Also, ich finde, das ist die mit am bröseligsten, ja, bröseligsten Palette bisher in meiner Kollektion. So, dann möchte ich auf jeden Fall diesen wunderschönen Ton hier nehmen. Das ist, ja, der hier. Das ist so ein grünlicher, ich würde, ja, goldgrün sagen, sowas. Ich mache wieder meinen Pinsel sauber. Geh in diesen Ton rein. Die sind sehr interessant gestaltet. Muss ich ehrlich sagen. Also von der Konsistenz her. Man sieht nicht mal, dass man was aufgenommen hat. Okay. Den trage ich mir auch in dem ersten. Also ich blende jetzt erstmal mit meinem Pinsel.
Ich benutze einen synthetischen Pinsel von Morphe. Versuche jetzt einfach ohne Produkt zu blenden. Wisst ihr, das entsteht ein Nichts dann. Das ist auch nichts. Okay, ich benutze zum Blenden dieses Braun hier. Das nehme ich so ein bisschen auf. Und blende das und dann wird es wärmer. Dieser kühle Look wird durch diese braune Farbe etwas wärmer. Ich hoffe, ihr seht auch alles. So, heute müsste ein Hermes-Paket ankommen. Also irgendwie ist manchmal Hermes echt eine Schnecke, ne? Also ich bin mir manchmal zufrieden. Also ich bin in der Regel zufriedener, sag ich mal, mit Hermes. Wie mit was anderem. So, jetzt haben wir das schon mal gemacht. Ich finde das super, wie es aussieht. Jetzt möchte ich nochmal mit demselben Pinsel, also ihr wisst ja, ich benutze immer dieses Teil hier. Das funktioniert auch für mich am meisten. Möchte ich nochmal über die Kanten gehen, damit ich nicht noch ein anderes Produkt benutze. Heute zum Beispiel ist im Moment, ja doch, also dieser dunkelsten Töne arbeiten nicht ganz so wie gewünscht. Also ich benutze nochmal dieses Dunkelbraun. Und tupfe mir das mal auf. Vielleicht sind das ja Pigmente. Keine Ahnung, ob das Pigmente sind. Aber super wenig drin. 5,8 Gramm. 5,8 Gramm ganze Palette mit 9 Litern. Und dann möchte ich auf jeden Fall diesen Duochrom da auftragen. Den da. Ich weiß nicht, ob das ein Duochrom ist, was das für ein Lidschatten ist. Also, sie lassen sich so. Oh, Entschuldigung. Habe ich euch geblendet? Also ich finde, das sieht trocken auf den Augenlid aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich kann es auch nicht erkennen, ob ihr es erkennen könnt. Aber ich finde, das ist nicht metallisch, sondern ziemlich trocken und bröselig auf dem Auge. Die Sonne strahlt jetzt gerade genau hier drauf und ich muss sagen, ich bin bei dem zweiten Look schon nicht so überzeugt. Also ich presse mal mir das Lidschattenzeug da drauf, sprühe das jetzt mal an und gebe das mal auf mein Zentrum hier. So mit tippenden Bewegungen. Nee, also ich dachte, überzeugt mich irgendwie ein bisschen mehr, aber irgendwie nicht so richtig. Ich werde mit ihr alleine arbeiten mal. Werde mal gucken, was ich da hinbekomme. Aber das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Was ich jetzt noch. Ja, genau.
Was ich jetzt noch mache, ist mein Urban Decay in Kult auftragen. Das ist so ein... Mir kommt alles immer hoch. Dunkelgrün. Also egal, wie viel ich davon anspitze, der ist komplett, die ganze Mine ist komplett eingetrocknet. Ist echt, echt ärgerlich. Ich meine, ich habe ihn schon so gekauft bei ihr. Sie hat mir ja auch schon einen Teil des Geldes. Also wir haben uns dann... sie wollte mir eigentlich alles erstatten, aber das wollte ich ja dann nicht, weil... Ich benutze ihn ja trotzdem. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich würde es niemandem empfehlen. Wahrscheinlich schmeiße ich ihn auch bald weg. Und möchte halt noch so ein bisschen gucken, was man so noch machen kann. Es kann so bleiben, ja. Sag ich mal. Aber ob das wirklich das ist, was ich mir gewünscht habe, eher nicht. Was ich jetzt noch machen werde, ist schlafen gehen. Ich mache gar nichts und lege mich jetzt hin. Super trockene Lippen. Die Wettertemperatur, also die Temperatur hat sich geändert. Was ich jetzt noch mache, ist mein Gel-Eyeliner von Manhattan benutzen. So. Ja, das geht auch. Catrice möchte ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, euch die mal anzugucken. Diese Mascara hier. Iconista. Hätte ich nicht gedacht, das Bürstchen ist auch ein bisschen so auf merkwürdig. Super klein, aber dennoch schafft die das wirklich ganz, ganz toll, die Wimpern zu tuschen. Ob das jetzt mehr wird oder nicht. Ist mir eigentlich wurscht. Also wenn es nach diesen zwei Looks geht und ihr mich fragen würdet, lohnen sich 30 Euro oder nicht, um diese Palette zu haben, dann würde ich ganz eindeutig sagen, nein. Also dieser Look, den könnte ich auch mit Essence. Also das, da ist nichts Besonderes. Da ist einfach nichts besonders. Ich finde es relativ schade, ne, dass das nicht so besonders schön oder irgendwie, ja, 30 Euro einfach den Wert auf den Augen zeigt. Also es gibt Paletten, so wie Dominique Cosmetics, finde ich. Die hat so eine Einzigartigkeit. Die dagegen, wo die Einzigkeit ist, hat Huda wahrscheinlich mit ins, weiß ich wohin, genommen. Also die dunklen Töne funktionieren nicht und die schimmernden Töne, die lassen sich irgendwie nicht so richtig auftragen. So, Iconista, ne? Ihr wisst Bescheid. Mein Look ist fertig. Ich bin fix und fertig. Auf den Lippen trage ich heute, glaube ich, mal gar nichts. Bis auf vielleicht mal ein Gloss oder so. Aber eigentlich... Nein. Ich trage nichts. Ist mir lieber. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es, wie gesagt, nach der Foundation zu urteilen, würde ich auch sagen, no. Weil im Endeffekt brauche ich keine viel zu dunkle Foundation. Ich bin auch glücklich mit günstigen Foundation. Also bin ich echt ehrlich. Double Wear überrascht mich, ja. Und sonst gibt es... Und die Dior. Ja. Foundation ist auch ganz nett. Aber der Rest vom Fest. Also der Highlighter ist cool. Das ist auch ein gutes Budget, sag ich mal. Um so einen metallischen Strobe zu haben. Also der Highlighter erinnert mich wirklich an die Ambient Palette. Heute habe ich vergessen, den Concealer, den neuen zu testen von Tarte. Fällt mir gerade auf. Aber das mache ich dann im nächsten Video. Ja. Also könnt ihr erkennen, ob das jetzt ein teures Augen-Make-up ist oder nicht. Ich leider nicht.
Deswegen, ich verabschiede mich. Ich hoffe, die kleine Vorstellung hat euch gefallen. Und an dieses Video hänge ich wahrscheinlich noch drei Looks dran. Aber ich verabschiede mich schon mal und sag dann lieber noch mal am Schluss was, wenn ich die drei Looks gemacht habe. Ciao. So, meine Lieben, wir kommen mal zu dem Part, wo ich einfach versuche, jetzt einen Augenlook mit euch hinzukriegen mit der Hazel Palette. Und dann zeige ich euch das nochmal im Ganzen. Ich habe so eine Idee. Ich werde jetzt ein Kajal als Unterlage benutzen. Und mal hier eine Lidschattenbase. Die ist jetzt von Essence. Ich glaube, die gibt es aber nicht mehr im Sortiment. Das ist die schimmernde gewesen. Ist ja auch eigentlich wurscht. Normalerweise war das der Top überhaupt. Und ich merke richtig die Wetterumstellung. Meine ganzen Lippen sind irgendwie offen. Also heute geht es ja um diesen kleinen Scheißerchen. Ich hänge das ja dran ans Video. Deswegen. Scheißerle. Ich habe hier ein Kajal, das ist von Essence. Das ist, glaube ich, Teddy. 08 Teddy. Ein Kajal und trage ihn. Ich muss mal gucken, was es dann im Endeffekt gibt, was wir hier dann tun. Weil das Ganze muss natürlich verblendet werden. Dazu nehme ich so einen kleinen Pinsel. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles gesehen. Und das verblende ich dahin, wo ich es eigentlich hinhaben möchte. Das ist auch kein Long-Lasting-Kajal. Das ist einfach ja ein Kajal, was man gut zersmatschen kann. Nikolai, heute, wo es regnet, oder? Gehen wir, auf jeden Fall. Wie bitte? Wenn es regnet, da muss ich fragen. So, ich habe das jetzt eigentlich überwiegend so gemacht, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Ja, man schaut einfach mal, ob das klappt oder nicht. Weil das habe ich ganz oft bei Make-up-Artisten gesehen, dass sie das als Unterlage sozusagen nehmen. Das nennt man dann Stifttechnik. Grandaschentechniker. So in etwa. Also ich gucke ja nicht nur eine Person an, sondern einige. So, und dann nehme ich mir einen Pinsel. Ich benutze zum Beispiel den hier. Das ist die 508, nee, 506 von Morphe. Und tu mir den Kakiton, den matten Kakiton mal auf meinen Stifttechnik. Weil das ist der, der wirklich schwierig ist. Das ist der in der Mitte. Also ich finde, der lässt sich halt nicht richtig aufbauen. Und den trage ich jetzt mal da auf, wo ich möchte. Richtig. Wo der Stift sitzt. A, festige ich den Stift damit und B, wird es intensiver. Ne? Ist ja klar, wenn wir eine Unterlage mit dunkelbraun haben, die auch noch so beppig ist, dann wird das was. Weil dieses Fleckige, das nervt mich. Ich kann die Palette auch gar nicht richtig bewerten. Genau. Und ich kann richtig rumsauen damit, weil ich ja noch gar nichts drauf habe. So. Ich hoffe, ihr erkennt alles. Wenn wir das gemacht haben mit dem Kakiton, dann putze ich mal ein bisschen meinen Pinsel ab und gehe in eine andere Farbe halt rein. Oder halt auch mit gar keine Farbe, dann kann man das hier so mal schon mal die Kanten ein bisschen besser verblenden. Also immer in so ein Kosmetiktuch, sag ich mal, abstreifen, den Pinsel. Oder halt eben so ein Swirl-Ding da, Bumba.
In rosa, ja. In das rosa gehe ich rein und versuche da so ein bisschen zu blenden. Um ehrlich zu sein, dieser Hype von dunkel auf hell, es nervt ein bisschen. Früher habe ich das nicht machen müssen. Ja, ich hoffe, ihr kennt alles, weil mein Ringlicht kommt erst. Ich habe eins bestellt gehabt. Weil der Winter ja jetzt eintrudelt und ich kann keine Softbox vor mein Fenster stellen, um Gottes Willen. Da werden wir ja alle geblendet. Hätte ich schon machen können, klar. Hätte ich machen können, mache ich aber nicht. So, wie ihr seht, sind wir so halb fertig. Ich sehe einfach aus wie so ein Chines. Sogar ganz kleine Augen, gell? Ein Ton, den wir noch gar nicht benutzt haben, gibt es hier nicht. Wir haben schon alle verwendet. Ich benutze den ersten aus der Palette. Das ist der hier. Schaut mal, wie schön und intensiv der ist. Den packe ich mir jetzt mal hier oben drauf. Lesen Sie mit so welchen Augen aus? Ja. Ja, ich muss irgendwie sagen, dass die Palette so... Ich weiß es nicht, ich habe mir mehr davon erhofft, weil eine Neuentdeckung auf YouTube, also ich habe sie neu entdeckt für mich, hat eine Palettenreview gegeben. Ich kann sie mal verlinken, sie spricht aber Russisch. Und sie war so begeistert, dass sie da 10.000 Looks gemacht hat und ich da so Feuer und Flamme. Ich muss die Palette haben, weil die mir gut gefallen hat. Feuer und Flamme, das sagt man nur so. Es bleibt halt viel am Finger übrig. Und ich... Ja, genau. Bleibt halt viel am Finger übrig. So. Dann. Also... Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie werden wir nicht so hot miteinander. Verblende ich noch so ein bisschen. Meine Lippen brennen. Kein gutes Zeichen. Oh, kein gutes Zeichen? Nee, nee, nee. Ein Pencil Brush. Sowas ähnliches wie ein Pencil Brush. Das ist so ein Katzenzungenpinsel. Ich muss sagen, das ist echt geil. Gerade so für... Cut Crease und so. Also so an sich seht ihr ja, wie die Farben performen. Ich trage mir diesen Ton jetzt unten am unteren Wimpernkranz auf, um ein Eyecatcher zu... Ein Eyecatch, nicht Eyecatcher. Kein Augenketchup. Ja. Wobei die Farbe zu Ketchup passen würde. Ist auch ein Duochrom. Hm. Also ein bisschen, muss ich sagen, bin ich schon irgendwie enttäuscht. Kannst du so sehen? Ja, Schatzi. Ich versuche ein bisschen, dieses warme Braun hier mit einzubinden noch. Also hier dem Teil. Irgendwie fehlt mir das da. Wo sind wir? In der Schule, Schatz. Oh Mann. Okay, dann gehen wir natürlich in den Khaki-Ton rein und tragen ihn uns am unteren. Du musst ihn nicht immer sagen. Doch. Am unteren Wimpernkranz auf. Mama? Ich würde sagen, ich höre jetzt mal auf, mache meine Foundation Augenbrauen und zeige euch mal das Gesamtbild, wie es dann aussieht, wenn es komplett fertig ist. Also im Moment bin ich schon so weit, ja, zufrieden ist halt, was soll ich euch sagen, ist halt ein Look.
Mama. Mal gucken, wie lange der hält, ob der creased oder nicht. Ich werde euch informieren. So, wie man erkennen kann, ist mein Augen-Make-up-Look jetzt auch fertig. Ich bin zufrieden, also ich kann so den Tag über... Es sieht cool aus, also es sieht... ja, es sieht so wetterbedingt aus, wie es auch einfach ist. Es regnet draußen, es ist so ein bisschen Kuschelzeit. Und so finde ich auch, ist mein Make-up-Look geworden. So, ja, khaki-farben. Ganz, ganz toll, gefällt mir super gut. Ich habe nochmal schwarze Kajal ums komplette Auge, wasserlinientechnisch oben und unten reingemacht. Ich habe heute mal keinen Lidstrich. Ich möchte mal angucken, wie sich das alles im Laufe des Tages verhält. Bisher hatte ich jetzt keine Probleme mit den Lidschatten. Ich hatte nur ein bisschen das Gefühl, dass es so gestern mein Auge ein bisschen gejuckt hat. Aber es kann auch sein, dass ich was gesehen habe und deswegen mein Auge gejuckt hat. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal hat man so psychische Anfälle. Was ich euch ans Herz legen kann, ist auf jeden Fall der Highlighter. Das ist die 030 von Catrice. Echt schön. Also den habe ich jetzt aufs nackige Gesicht aufgetragen und dann einfach mit Bronzer verblendet und dann erst Puder drauf. Bombastisch. Genau. Ansonsten, ich hole euch mal fürs Auge Make-up ran. Da ist jetzt im Moment nichts fleckig. Jedenfalls kann ich nichts Fleckiges erkennen. Aber gut, wir haben ja auch mit dem Stift vorgearbeitet, dann ist das ja normal. Ja, ist ein toller Herbstlook, würde ich sagen. Und wir sehen uns einfach im nächsten Clip dann. Bis morgen. Ciao. Hallo, meine Lieben. Es gibt einen dritten Look mit der Huda Beauty. Also im Endeffekt sind es 4 Looks schon. Aber ich habe jetzt noch einen dritten in der Review, sag ich mal, bis ich dann morgen mein Fazit ziehe, was ich von der Palette halte. Ich möchte heute, ja, was möchte ich denn heute? Ein Look schminken. Ein bisschen vermisse ich meine Lidschattenbase. Ich weiß nicht, wo die hingekullert ist. Keine Ahnung. Ich benutze derzeit auch was anderes. Aber das soll es jetzt nicht irgendwie schlechter machen. Ich benutze jetzt mal diese Base. Also ich versuche gerade ein bisschen so unterschiedliche Basics zu benutzen. MAC Paint Pot würde ich gerne ausprobieren. Ich kann mich zwischen Ocker und Painterly nicht entscheiden. Wie findet ihr das Licht? Also dazu würde ich gerne ein Feedback hören. Ich habe mir jetzt so ein Ringlicht fürs Handy geholt. Also so ein etwas größeres Standlicht. Ich bin ein bisschen unzufrieden, weil man muss das an dem PC laden. Also die ganze Zeit, ich dachte, man lädt es auf und dann ist es aufgeladen. Nee, leider nicht. So, ein bisschen verteilen, damit es nicht krümelig ist oder so. Dann meine Hübchen. Ich kriege irgendwie ganz, ganz trockene Haut. Ganz merkwürdig. Ich trage auch mal Balsam. Weißt du, wenn er dann redet, platzt dann auf einmal auf. Ich nehme erstmal die ganze Foundation ab. Das schneide ich raus. Ich bin immer erstaunt, wie Mädels zwei Lücken. Oh, seht ihr, wie das reißt? Man könnte meinen, ich hätte Botox gespritzt, aber nee, Leute, das kann ich mir gar nicht leisten. Dann fangen wir doch mal an, einen Look zu schminken mit der Palette. Ich habe echt keine Ahnung, was ich machen soll. Ich benutze Morphe M433, wobei mir eigentlich ein synthetischer Pinsel lieber wäre. Die sind mir zu... Ich benutze den hier. Da ist auch nichts drauf. Das ist Sigma. Das ist Sigma SS224. Und dann gehe ich in diesen braun-beige Ton rein und trage ihn mir mal hier auf.
dieser Pinsel. Schon 2 Haare, 3 Haare verloren, 4 Haare verloren. Sag mal, spinnst du? Also wenn das Licht ausgeht, dann lagen wir nicht richtig. Weil es ja am PC dran ist und irgendwann fährt er sich ja mal runter. Und ich bin mit der Meinung, dann fährt sich auch... Ja, wir können ja schon mal ein bisschen drüber sprechen, wie so die Palettchen ist. Also ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Es konnte es doch nicht so ganz erfüllen, was ich mir erhofft habe. Ich finde, die Farben sind schön. Der gestrige Look, da habe ich das auf dem beweglichen Lid gehabt komplett. Das sah wirklich ganz, ganz toll aus. Und hier sind auch schöne Farben dabei. Dennoch, statt aber zu sagen, dennoch war das gestern so, dass es sich so ein bisschen die Farbe genommen hat. Also im Endeffekt hat man es nachher nicht mehr gesehen. Und dann nehme ich so einen, ja, puscheligen und trage mir das dunkelste Braun mal an die Ecke auf. Wisst ihr was, wir können ein Halo-Ei machen. Das ist eh, obwohl, heute ist eigentlich ein schönes Wettertag. Heute ist 21 Grad. Das heißt, Wäsche waschen ohne Ende. Ich hänge sie auf dem Balkon meistens auf. Gut, gestern Abend war es jetzt zu Hause. Im Wohnzimmer, wo ich schlafe. Ätzend, sage ich euch. So, dann benutze ich den Khaki-Ton. Ich meine, es ist eine Khaki-Palette angegeben, also benutzen wir auch den Khaki-Ton. So. Halo-Ei machen wir keins. Ich benutze heute nochmal das Duochrom in Rosa. Das da. Weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Und trage mir das mal. Trage mir das mal auf. Hier ist ein Haar. Steht mir ab. Wenn es euch nervt, zieht es einfach raus. Hier habe ich so einen ganzen Busch. Also wenn irgendein Haar mal absteht, dann nicht abschneiden, sondern eher rauszupfen. Bei mir ist eher... So, jetzt rühre ich da mal. Ich finde auch, dass es eben so krümelig rauskommt. Ich sprühe das Ganze an, weil ich habe das auf der Visage dann. So, dann kommen wir mal zum eigentlichen Wesen hier. Ich finde schon, dass es passt und es hätte auch ein lila Ton reingepasst, aber ich finde auch, dass sie nicht so gut performt und ich finde auch, dass in der anderen, jetzt habe ich die Palette gesucht, ich finde auch, dass in der anderen, okay, der Ton ist schön, aber er ist durchsichtig, ist ein Topper, ich weiß nicht, beim neuen Lidschatten, wenn sie dann nicht so gut performen, schwierig. Also, ich glaube nicht, dass ich sie behalten werde. Ich finde sie sehr, sehr schwach auf der Brust. Ich muss länger mit ihr arbeiten. Für so ein Ergebnis, wo ich mir da denke, so natural, laufe ich doch echt selten. Also... Ich habe viel, viel anstrengendere Looks, sag ich mal, die wesentlich besser funktionieren. Ja. Okay. Es ist halt, könnt ihr das erkennen, so ein mini, minimaler
möchte mit euch aber zusammen mal was austesten. Und zwar habe ich mir einen neuen Bronzer bestellt. Der ist von Clinique. Der heißt Powder Pop Flower Bronzer in Solar Pop. Gesundheit, Schatz. Hat so tolle Blümchen drauf. Und da gehe ich jetzt mal einfach rein. Es fühlt sich irgendwie kühl an, wenn ich mich nicht irre. Schöner Bronzer, gefällt mir super, super gut, weil er eine leichte Textur hat. Also es ist auf gar keinen Fall, man hat so Bam in your face. Das könnte sogar so ein Winterbronzer sein. Also ganz, ganz toll. Ich denke, dass die Nabla ähnlich sind wie der hier. Ja, gefällt mir richtig gut. Also davon bin ich mehr, hallo Schatz, mehr begeistert als jetzt von als von der Lidschattenpalette, muss ich ehrlich sagen. Also Powder Pop von Clinique in Solar Pop. Und ein Highlighter, der ist aber auf dem Weg zu mir. Genau, die Palette, ich schichte jetzt noch einmal das Rosa drauf. Also man muss hier auf jeden Fall mal schichten. Begeisterung ist wirklich eine andere. Ich habe hier ein Kiosk. Hast du alle Konnis aufgegessen? Nee, Kiosk. Aha. Ja, habe ich Konnis. Okay. So. Ich weiß es nicht. Seht ihr diese Abnutzungsspuren? Ich habe sie 4-5 Mal benutzt und sie sieht halt einfach schon aus, als hätte ich sie ein halbes Jahr. Dabei habe ich sie gerade mal 5 Tage oder 6 Tage. Also sie sieht sehr, sehr gebraucht aus, obwohl ich sie gar nicht so gebraucht habe. Ist aber natürlicher Look. So könnte man jetzt zum Beispiel auf die Arbeit gehen und keiner wird sich beschweren, man hätte zu viel drauf. Genau. Ob das aber das ist, was man haben möchte. Der Highlighter von Catrice in der 30. Tragen wir wieder auf. Ich finde ihn wirklich gut. Schaut mal. Also, der hat wirklich... der hat wirklich einen Pop. Also, Entschuldigung. Ja, da war ich zu nah an meinem Auge dran. Das finde ich nicht so schön. Ja. Also der Innenwinkel muss frei bleiben. Weißkajal ist fertig. Ist halt wunderschönes Lila. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Vielleicht auch nicht. Und dann... Ich glaube, und dann ziehe ich mir einfach einen Lidstrich Super Last von Essence. Hat aber meiner Meinung nach nicht das richtige Bürstchen, weil ich habe das von Super Precise. Super. Schneide ich dann auch raus. So, mein Look ist fertig. Ich hatte noch am unteren Wimpernkranz ein bisschen mehr von den lilanen Stift aufgetragen. Und um diesen Innenwinkel Highlight zu haben, habe ich von Catrice diesen Stift wieder verwendet. Und zwar ist das ein Bright Lavendel in der 100, ein Color and Contour Eye Pencil, 18 Stunden. Das sieht so aus und ist eigentlich so wie, also es scheint, als ich den bekommen habe, habe ich gedacht, boah, was ist das denn? Na, der macht ja nichts. Aber auf eine Grundlage, auf eine dunklen Grundlage, da entwickelt er sich richtig. Wenn ihr jetzt mal schauen könnt, jetzt kommt die Sonne, könnt ihr das erkennen? Dann leuchtet das so bläulich und dann kommt dieser Band da. Toll, gell? Das ist ein Magic-Stift. Bleib du mal fern, Schatz. Nee, ich bin ein Magic-Stift. Und ja. Das ist der fertige Look. Ich muss sagen, es ist ein typischer Büro-Alltags- Also,
wo sich einfach vielleicht die meisten Frauen vielleicht wohlfühlen würden. Wäre das ohne Lidstrich wahrscheinlich gewesen. Aber ich muss sagen, sonst wäre es für mich einfach keine Umrandung des Auges. Und das ist mein Look. Ein bisschen Pfefferspray. Natürlich nicht. Würde ich euch nicht empfehlen. Stinkt zu süß. Genau. Ich muss sagen, ja klar, es ist schön. Aber ich habe diesen Ton in der Dominique Cosmetics Palette. Glaube ich. Dieses rosa Schimmer. Also hier in der Dominique Cosmetics Palette gibt es den auch hier. Oh, die Sonne. Mama. Ja. Das ist okay. Nee, jetzt nicht. Bitte. Hast du doch gerade, Schatz. Und wie sieht denn die Sonne aus? Oh, der Glitze, aber das ist dieser Ton. Darf ich gucken? Ja, warte mal, ich muss selber mal gucken. Genau, die Töne geben sich nicht viel miteinander. Vielleicht könnt ihr das selber mal beurteilen. Das ist Hazel, also aus der Kaki-Palette, und das ist aus der Dominique Cosmetics-Palette. Ich muss sagen, die geben sich nicht so viel. Das eine ist ein bisschen rosé und da ist so ein bisschen, wie als wäre da was Lilanes noch unten drunter. Aber denselben Effekt kann ich auch mit einer richtig guten Palette erzielen. So leid es mir halt tut. Genau, das war's. Ich könnte genau denselben Look mit der Palette auch nachschminken. Die hat auch zwei Brauntöne drinne und sämtliche wundervolle Farben. Da lohnt sich aber das Geld für, finde ich persönlich. Also ihr könnt euch das überlegen. Ich denke doch, irgendwoher kenne ich doch diesen Look. Das ist der Look, den ich schon mal geschminkt hatte, sozusagen mit der Palette. Oder so einen ähnlichen. Genau, das war's schon. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Fazit-Look morgen. Hey, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich wollte euch einen Look zeigen, den ich heute Morgen geschminkt habe. Das ist ungefähr so 3 Stunden her. So um 7 Uhr habe ich mich ungefähr geschminkt. 7.30 Uhr. Sowas um den Dreh, irgendwas dazwischen. Ich muss sagen, er ist so schön khaki. Und zwar wollte ich euch die Palette zeigen, denn das hänge ich auf jeden Fall an diesen ganzen Huda Beauty Format in Obsession, Hazel Khaki Obsession. An dieser wunderschönen Palette hänge ich das dran. Ja, sie sieht gut aus, sie macht was her, sie kann man gebrauchen, aber es ist auf jeden Fall kein Muss, wenn man nämlich die Huda Beauty Obsession in Emerald hat. Und zwar sind da wunderbare Khaki-Töne drin. Die zwei habe ich auch benutzt heute. Einmal einen matten Ton und einmal etwas Schimmer. Auf den Matt habe ich in der Lidfalte verblendet mit diesem wunderbaren türkisen Ton hier. Das, man sieht dieses Türkis gar nicht, also man nimmt das nicht so sofort wahr, aber man konnte gut verblenden damit. Es wurde auch nicht zu dreckig. Wisst ihr, was ich meine? Khaki ist sehr, sehr, ja, ich würde sagen, man muss schon vorsichtig sein. Diese Palette empfehle ich allen, weil die arbeitet ganz, ganz toll. Die funktioniert auch. Ich habe das zwar heute nicht mitgefilmt, aber wenn ihr nochmal einen Look mit dieser kleinen Palette sehen wollt, ich denke, auf meinem Kanal ist schon ein Look. Und man kann auf jeden Fall super damit arbeiten. Also ich sehe hier auf jeden Fall 3 Khaki-Töne. Und zwar ist das hier, also diese zwei sind auf jeden Fall Khaki und der ist so ein bisschen angehaucht an Khaki. Und ich muss sagen, diese Schimmerpartikel, die die einzelnen Farben drin haben, es ist so einzigartig. Das ist, ja, das helle Grün hier habe ich heute benutzt.
auf dem beweglichen Lid in dem ersten Drittel. Und es hat so blaue Schimmerpartikel, hellblaue Schimmerpartikel. Und das sieht einfach schön aus, wenn man in der Sonne, also durch die Sonne angescheint wird. Also ich würde euch eher die empfehlen, die performt ein bisschen besser, muss ich ehrlich sagen, als die hier. Ich weiß gar nicht, ob sie beide irgendwo, wo sie hergestellt worden sind. Keine Ahnung, die ist aber nur 12 Monate haltbar und dieses 24, warum auch immer. Ich muss sagen, ich bin eher ein Fan davon und nicht davon. Und jetzt hole ich euch mal dran an den heißen Brei. Ja, schaut mal. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es ist nicht so fleckig, sage ich mal, nicht so löchrig wie jetzt mit der Kaki Obsession. Also muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mir gefällt auf jeden Fall die Emerald Palette besser. Und so, jetzt der letzte Look noch und mein Fazit zu der Kaki Palette. Bis dann, ciao!